Das ist gut. Wir sind darauf aufmerksam geworden, dass ich eine Skoliose habe, die mir meine Mutter mal am Rücken massiert hat. Ich habe gemerkt, dass die Wirbelsäule nicht dort ist, wo sie sein soll, dass sie so wie im Rücken verschwindet. Am Anfang habe ich gar nicht gewusst, dass es Skoliose ist. Also unwissend, bis ich selber erfahren habe, dass ich es habe. Dann bin ich extrem gut aufgeklärt worden. Und ich bin sehr vertraut worden mit dieser ganzen Sache. Ich habe einen Einblick bekommen in die Produktion von 3D-Modellen. Es ist wichtig, dass am Anfang schon beim Computer, dass das Digitale am Computer schon stimmt, damit das Endprodukt auch stimmt. Ich hatte zuerst einen Kunststoffkurs und dann eins mit 3D-Druck bekommen. Ich finde, das 3D-Druck ist auch viel praktischer, es ist leichter, es ist atmungsaktiver, ich habe weniger geschwitzt. Und optisch habe ich viel mehr Komplimente bekommen, du so putzt, es sieht noch modisch aus. Und so. Also die Zeit mit dem Korsett war intensiv. Also es ist, ich habe es eigentlich sehr regelmässig gedreht und eigentlich so, wie es der Arzt empfiehlt. Ich hatte natürlich auch so Phasen, in denen man dachte, jetzt schießt mir das an und jetzt mache ich das nicht mehr. Und sowieso ein Blödsinn. Also, was ich auf den Weg mitgeben würde, ist, dass man diszipliniert daran arbeitet, dass es halt fließend dreht. Weil es ist nicht so, es ist ja nicht das Leben lang. Es ist ja eine kurze Zeit vom Leben. Und die Zeit ist halt wichtig, Entscheidung für, halt, für die Zukunft, dass man halt weniger Schmerzen hat und nicht irgendwann rausprobieren muss.